Servus zusammen, Christian hier. Es ist Sonntagmittag, wir haben 11.12 Uhr. So, ich habe mein Geburtstagsessen hinter mir. Vielen Dank in diesem Zusammenhang für die vielen Wünsche, sei es über Facebook, per Mail oder in den diversen anderen Social Medias. Ich bin jetzt 57, krieg bald die Krise. Aber gut, ist so, muss ich durch. Und es gibt bestimmt auch noch eine 58, 59, 60. Also vielen Dank dafür. Ich habe das Essen, wie gesagt, hinter mir und das war sehr schön. Das war im Tantris in München. Das habe ich auch das erste Mal in meinem Leben gemacht. Aber egal wie, ihr habt euch den Nasdaq gewünscht und ich habe ihn auch angeboten. Und ich gehe den jetzt mal durch. Das Film wird ein bisschen länger werden, das weiß ich jetzt schon. Ich bin hier auf dem Monatschart vom Nasdaq. Ich habe ihn hier angesetzt im Ende 2018. Mal die Fibos von hier nach da. Und wir haben relativ genau auf dem 50er Retracement angesetzt von dieser sehr langen Bewegung. Haben wir ziemlich genau aufgesetzt. Wir haben aber auch aufgesetzt am unteren Band. Das ist, ich möchte nicht sagen positiv, aber das ist zumindest ein Unterstützungsniveau. Das nächste Unterstützungsniveau, und ich male jetzt hier mit euch zusammen so ein paar Linien rein, und da sind wir hier beim Low bei 10.672. Diese blaue Linie hier. Etwas unterhalb des Bandes. Wir haben nicht den Hauch einer Stabilisierung über das MACD und auch der Oszillator hat sich jetzt hier von dem Zeitraum, den wir hatten, von Ende, das war glaube ich November, nee, das ist Dezember 2021, hat er sich jetzt komplett abgebaut. Aber das ist halt ein Zeitraum von 6 Monaten, das ist ein Haufen Holz. Also vom Monat her hat er durchaus noch Platz, sogar, weil das der gute Applec gesagt hat, bis 9.972. Das ist richtig, das hat er. Aber hier denke ich, ist erstmal so eine kleine Bremse an diesem 50er Retracement. Gehen wir mal auf die Woche mit den gleichen Einstellungen. Da ist die 200-Wochen-Linie und die ist nicht von der Hand zu weisen, ist so bei 10.800, ganz grob, ist eine Unterstützung. Wir haben hier die eben eingezeichnete blaue Linie und da sind wir bei dem Low von 10.672. Das ist unbedingt in Betracht zu ziehen. Dass die Bänder hier oben ein bisschen aufgehen, das nehme ich zur Kenntnis, das ist aber nicht gravierend. Wir haben auch hier über den Trendfolger MACD keinerlei echte Unterstützung, weder von der traditionellen noch von der modernen Sichtweise her. Der Oszillator dreht auf sehr tiefem Niveau nochmal nach unten. Darf mir insgesamt nicht gefallen, außer dass ich halt diese Unterstützung hier sehe, die wir haben an der 200-Wochen-Linie, gefolgt von dieser Chart-Unterstützung hier. Diese 9.972, das wird auch in etwa von dem Chart hier, sagen wir mal, bestätigt. Da war das High, da muss ich auf das High schauen, bei 9.740. Also das passt 9.740, ja genau. Das passt einigermaßen, dass das hier, ich zeichne es mal ein Unterstützungsniveau ist. Dieser ganze Bereich hier ist ein Unterstützungsniveau. Ganz klassischer Downtrend, A, B, C, tja, und wo auch immer die B aufhört. Das ist schon wüst, das muss ich schon sagen. So, jetzt gehen wir mal auf den Tag. Vom Tag her, wir haben also von diesem Hoch hier bei 16.768 jetzt natürlich schon ordentlich verloren, aber auch hier über die Tagessicht, Monat war noch nicht gut, Woche war noch nicht gut, und Tag ist es auch noch nicht. Es ist immer noch negativ hier über das MACD. Es ist immer noch negativ über die Stochastik. Da ist noch nirgendwo irgendwas wirklich Sinnvolles, Positives. Die Bänder gehen ein bisschen mehr auf, als dass wir das eben hatten. Aber das ist nicht wirklich gravierend, sagen wir es mal so. Wir haben also das hier, ist das 50er Retracement von der ganz langen Bewegung, ja, die ich am Anfang gezeigt habe. Ich nehme das mal raus, damit uns das nicht stört. Die blaue Linie lasse ich drinne. Tja, was denke ich jetzt hier? Ich glaube, dass dieser Bereich um die, ich mach das mal ein bisschen zusammen, um die 10.625 und so, das ist das, was wir jetzt noch sehen können. Kurzfristig. Danach gäbe es halt hier nur dieses kleine Zwischenhoch aus dem Februar 2020, kurz bevor die Corona-Bässe kam, da sind wir bei 9.764. Das sehe ich jetzt momentan nicht mit dieser Bewegung im Rücken.
Also ich kann mir vorstellen, dass wir diesen Bereich hier relativ flott sogar erreichen, 10.645, dass wir da nochmal runtergehen und dass er dann von hier aus nochmal Richtung 20-Tage-Linie gehen wird. Und dann muss er sich beweisen. Holt er sich hier nur ein zweites Standbein ab, wenn wir überhaupt hier runtergehen, oder zieht er durch? Es haben einige Werte ganz erheblich verloren. Also wirklich brutalst. Wo Schatten ist, ist auch Licht. Und das kommt immer mal wieder. Ich habe nach wie vor die ganz große Angst, dass die Zahlen, die ab 1.7. veröffentlicht werden, für das zweite Quartal, dass die nicht nur schlecht kommen, sondern grottenschlecht. Und das ist das, was mir ein bisschen Angst macht. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Jahren, in denen Juli und August eigentlich eher ruhige Börsenmonate waren, erwarte ich also hier schon erhebliche Volatilität. Und das ist gefährlich. Das heißt, die Positionen sollten klein sein, weil da kann innerhalb von Minuten irgendetwas passieren, was den Markt nach oben zieht oder nach unten drückt. Das ist einfach ein Trading-Markt. Hier muss man sehr, sehr genau mit Stops arbeiten und dann passiert es halt, was letzte Woche auch mal passiert ist, dass man auf einmal 55 oder 100 Punkte in den Stop reinläuft, weil einfach so viele Orders drin liegen. Also ich bin der Meinung, dass wir das hier nochmal ausfüllen, diese 10.640 rum, oder sagen wir mal 10.600 bis 10.650, und dass es dann erstmal wieder so eine Art Korrektur gibt, sowas hier oder sowas hier. Deswegen tue ich mich halt sehr schwer, auf diesem Niveau nochmal short zu gehen. Da warte ich lieber, bis wir hier die 5, 6, 700 Punkte fallen und kaufe mir dann was rein. Wenn ich was kaufe, und ich kann es auch jetzt machen, ist es aber echt nur überschaubare Position, 5%, 10%, mehr nicht von dem, was was das Depot hergibt. Da muss ich jetzt in dem Zusammenhang noch eins sagen, kriege ich das hier rein? Ja. Wenn ihr zum Beispiel auf diese Seite geht, hier de.investing.com, dann sieht man da Analysen von mir. Wenn man da drauf geht, wird einem die auch angezeigt. Aber dann seht ihr nur die und kommt direkt auf diesen Beitrag. Aber ihr seht nicht das, was ich vorher gemacht habe. Also es ist mir aufgefallen, dass einige die Amazon gar nicht gesehen haben. Die Amazon-Analyse, die ich gemacht habe. Ich kann euch nur empfehlen, macht ein Abo auf diesem YouTube-Ding, dann verpasst ihr nichts. Weil es kann sein, sagt ihr, der hat nur den gemacht, aber in der Zwischenzeit habe ich vielleicht zwei, drei andere gemacht. Es ist also auch so, ich habe jetzt, der DAX-Film wird gezeigt, jetzt vom Freitag, der wird gezeigt auf den diversen Social Medias. Aber wenn ich jetzt eben diesen Nasdaq-Film mache, ich kann nur einen pro Tag da einstellen, nicht zwei, dann werden diverse Leute diesen Film nicht sehen. Ich kann da nur immer wieder darauf hinweisen. Also ganz grob, ich denke, wir gehen hier noch runter. Ich werde das hier nicht mehr short spielen. Das mache ich nicht. Das mache ich erst dann, wenn wir von hier eine Gegenbewegung haben, so Richtung 20-Tage-Linie, vielleicht ein bisschen drüber. 12.136, das sind fast 1.000 Punkte. Dann werde ich es überlegen mit einem Stop, der hier oben drüber liegt, also ein bisschen über der 13.000. So, jetzt habe ich ja Scheine mitgebracht. Und zwar habe ich einen Schein gesucht, der in der Nähe der 10.000 liegt. Und zwar unter diesem Mini-Zwischentief, was wir hatten am 24.07.2020. Da war das Low bei 10.316. Und heute mal auf eine andere Art und Weise als Darstellung. Ich habe mich für den hier entschieden. Und das ist ein 10.214er Schein. Der hat im Moment einen Hebel von 10,6 und die Kennnummer ist die GK4A2X. Das ist ein Open-End-Schein, wie gesagt, mit einem Hebel von 10,6, das reicht. Sollten wir, da gehe ich mal näher ran, sollten wir es schaffen, innerhalb kürzester Zeit über dieses kleine Zwischenhoch zu gehen, das war vom 15.06. und das Hoch war bei 11.753, dann gehe ich auch davon aus, dass wir ein bisschen höher gehen und auch relativ schnell sogar. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt hier am Sonntag, die Kryptos, die saufen weiter ab. Der Bitcoin ist irgendwo bei 18.000. Ich glaube, der war sogar schon mal kurz drunter. Ich weiß nicht, was das für einen Einfluss hat. Ich kann es nicht sagen. Und natürlich, wir haben Rezession und Zinsen und was auch immer. Ukraine und bald auch Taiwan und, und. Aber so ein Markt, der so fällt, der macht eben halt auch immer mal wieder solche Korrekturen. Einmal, zweimal. Aber so weit ist es noch nicht. Es ist tief, aber unbedingt hier den Oszillator im Blick behalten. Es ist tief, mal gucken, was passiert. Also ich habe diesen Schein auf der Watchlist und wenn, gehe ich da auch nur mit 10, 15, maximal 20% rein, um mir Pulver trocken zu halten, um eventuell nachkaufen zu können. Ich sehe
den Nasdaq hier in der Nähe einer Bodenbildung mit diesen 500 Punkten runter zu 10.600. Kurzfristigen Bodenbildung, so muss ich es formulieren. Vielleicht auf 4 Wochen, 6 Wochen. Aber ich habe nach wie vor Angst vor den Zahlen, die veröffentlicht werden. Und das werde ich mir ganz genau anschauen, wie die dann kommen ab 1. Juli für das zweite Quartal. Da muss man echt mal gucken. Also passt auf jeden Fall auf, es bleibt super, super spannend. Es ist ein Trading-Markt. Und wenn ihr mal 10-15% irgendwo vorne liegt, nicht vergessen, da auch mal einen Gewinn mitzunehmen, weil die Zeiten sprechen nicht dafür, dass sich irgendwelche Aktien hier innerhalb kürzester Zeit um 50% nach oben oder unten bewegen. Und deswegen auf jeden Fall aufpassen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.